Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble Tea wieder hier. Immer noch ich und Tati. Ja, Mann. Und sonst keiner. heute mit einem Video von der DM, ein paar Tipps, Regeln, die wir auf der DM kennengelernt haben. Echt? Ich habe schon ein paar in den Videos angesprochen, da haben uns schon ein paar Fans drauf angesprochen. Also ja, mega Landwalk, oder? Zum Beispiel, genau, ja. Also, wir sind momentan nicht die Ruling-Experten, hatten ein paar Fragen, mit denen wir zur DM gegangen sind. Und dort gibt es halt immer Judges. Ja. Die könnt ihr immer fragen vor Turnier, falls ihr euch unsicher seid. Die wissen echt alles, die sind echt krass. Ja. Und da haben wir die 5 Sachen gefragt. Und die teilen wir euch heute natürlich mit. Angefangen mit Landwalker, hast du ja schon angesprochen. Genau. Also bei Landwalker ist jetzt so, dass wenn er draußen ist, noch mit anderen Cosmo-Monstern und Gegner spielt 3 Geki, kann er sich nicht selbst opfern, um alle zu schützen. Oder ein anderes Cosmo-Monster. Genau, also er kann niemanden schützen, sprich dann 3 Geki würde alles zerstören. Aber es sieht anders aus, wenn jetzt zum Beispiel Landwalker mit mehreren Cosmo-Monstern draußen ist und Cosmo-Town oder eine Cosmo-Falle, man weiß jetzt nicht. Wenn 3 Geki aktiviert wird, könnte er Cosmo-Town zerstören und dann würden alle überleben. Ja, das geht schon. Es geht nur nicht, er kann sich nur nicht selbst opfern oder ein anderes Monster opfern, weil die dann eh zerstört werden würden. So ist die Regel. Ja. Genau, weil er sagt ja, du musst ein anderes Monster zerstören, das nicht gerade zerstört werden würde. Genau. Und da Gagiki alle Monster zerstören würde, musst du ein anderes Ziel wählen. Genau, so war die Regel. Ist es. Hat es geschwächt, das Deck? Also ist es dir aufgefallen oder ist es nie vorgekommen? Nee, das ist da nicht vorgekommen. Also es wäre vielleicht eine Schwächung, sage ich jetzt mal, weil viele spielen ja Raigeki und Dark Holes, ja. Aber es ist jetzt nicht vorgekommen, habe es auch nirgendwo wirklich gesehen. Aber meistens hat man eh Cosmotown offen, also dann ist es eh nicht so schlimm. Dann eine weitere Frage, die wir gestellt haben, war immer noch mit Cosmo, und zwar Magic Drain gegen genau. Cosmotown. Ja. Da ja jetzt viele Klee-Spieler Magic Drain spielen, zum Beispiel Nico, der spielt Gartikal 3, ja. Der Verrückte. Und also wenn man Magic Drain auf Cosmotown macht, dann darf der Gegner nicht suchen mit Cosmotown, genau. Weil die das erst auf dem Feld gehen muss. Genau. Zur Cosmotown und sie dann noch nicht aktiv ist. Genau. Also sie muss vom Feld gehen und in den Friedhof, beziehungsweise sie muss vom Feld zerstört werden. Ist auch egal, wo sie dann hinkommt. Aber sie ist ja nicht aktiviert und wird negiert durch Magic Drain, sprich der Gegner kann dann nichts suchen. Ein weiteres Ruling, das wir nachgefragt haben, war, das hatte Nico interessiert, Fire King Island versus Solemn Warning. Man kann kein Solemn Warning drauf machen, weil bei der Aktivierung von Fire King Island wird kein Monster beschworen. Und wenn der Effekt aktiviert wird, um etwas zu spezial beschwören, kann Solemn Warning das nicht negieren. Genau. Weil es nur Aktivierungen negieren kann, aber kein Effekt das Monster beschwören würde. Das war noch. Dann ein weiteres war wegen den ganzen Klee-Monstern, wegen den ganzen Klee-Decks, Necro Valley versus wie heißt das? System Down? System Down, genau. Ob man beides banishen muss oder ob Necro Valley das schützt? Genau. Es ist dann so rausgekommen, dass Necro Valley das nicht schützt, beziehungsweise nur aus dem Grave. Sprich, wenn jetzt Maschinenmonster im Grave wären, werden die nicht entfernt, aber die auf dem Feld sind, werden entfernt. Sprich, es ist keine Bedingung, dass man von beiden Seiten, also vom Friedhof und vom Feld, banishen muss, sondern es reicht auch, wenn es nur vom Feld ist. Ja, dann werden sie alle gebanished. Sprich, Necro Valley schützt in dem Fall nicht vor System Down. Also vom Spielfeld. Genau. Sonst haben wir noch was gefragt? Ich glaube schon eins noch, aber ich kann mich gerade nicht erinnern. Weißt du vielleicht noch? Wir sind wieder zurück, Jungs. Wir haben dank Nico herausgefunden, zurückgeändert, was die 5. Frage war, und zwar Card of Demise bei Makrokosmos. Und Dimensionsriss. Man kann die Karte Card of Demise nicht aktivieren, wenn Makrokosmos oder Dimensionsriss offen liegt. Bei Dimensionsriss wäre ich mir da aber nicht so sicher. Wenn du Monster ziehst. Und darum geht's ja. Aber er hat ja gesagt, dass Nico, Dimensionsriss auch, oder hast du gesagt? Habe ich nicht gefragt, aber ich schätze. Okay, wir schätzen nur, das ist jetzt mal außen vor, da reden wir nur über Makrokosmos. Ja, also sprich, wenn Makrokosmos offen liegt und kann man nicht Card of Demise aktivieren, weil die Bedingung eigentlich ist, dass dann die Karten auf den Friedhof gelegt werden und bei Makrokosmos würde es dann nicht funktionieren. Ja. Also das waren die 5 Rulings. Bitte nicht dazwischen gehen im Video. Das waren die 5 Rulings, die wir nachgefragt haben auf der DM. Hoffe, die können euch behilflich sein. Genau. Uns war es auf jeden Fall behilflich. Ja. Auch wenn die Ergebnisse das nicht so wirklich zeigen. Aber schreibt unten in die Kommentare, falls ihr irgendwas wissen wollt, falls ihr mehr zu den Rulings wisst. Zum Beispiel das mit Riss. Ja. Und bis dahin, leidet nicht. Genau. Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab.
da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.